Woher kennen wir die nochmal? Stimmt, das war die mit den dämlichen Bemerkungen im zweiten Teil, ne? Als wir Roland getroffen haben, glaube ich. Ja. Ach komm! Ich schieße immer wieder gern. Ich schieße sie nicht. Wo ich kann. Da bringt doch jetzt gar nichts zu schießen. Wer trifft schon? In dieser Pose. Hallo, kleiner Mini-Bandit. Alter, macht er mir Damage. Hammerlocks sterben nicht, Zuckerschnäuzchen. Du hättest deine Matte mitbringen sollen. Endlich. Boah, 29. Jetzt wird geskillt. Sehr schön. Ja? Oh oh. Dachte jetzt kurz, dass ich mich hier reingebackt hätte. Zu meiner Zeit damals. Schön, dass du kommen konntest. Oh nein! Wie kommen wir jetzt an das nächste Teil der Brücke? Es steckt fest! Na toll, einfach super! Da hilft nur eins. So ist das so hoch. Raketenwerfer. Dieses Monstrum ist ein genau. Geschwür an einer ansonsten faszinierenden Grabungsstätte. Wenn wir einen riesigen Bagger hätten, um seine hässliche Visage zu demolieren. Aber leider sind selbst meine Möglichkeiten beschränkt. Ja, guck doch mal da hinten. Obwohl, vor kurzem war dieser Bagger noch in einer perfekten Position. Kann man nicht das dann nehmen? Um den Würfel für seine Visage zu demolieren. Moment, ein riesiger Bagger? Fantastisch! Okay, ich habe jetzt etwas mehr Einblick in den Code. Moment, wie willst du da hinkommen? Wenn ich das einfach ausschneide? Achso. Ah. Und ein Vögel. Okay, es klappt. Ja. Ist das nicht toll? Es ist super toll. Was? Was? Dieses Mal bin ich sprachlos. Obwohl es natürlich auch sein könnte, dass ich wieder mal an Visionen leide. Das war diesmal richtig. Da ist wieder ein Badass-Treuer, ne? Wenn man Sachen rumbewegt, scheint der Speicher instabil zu werden. Na, das mache ich nicht mehr. Drück einfach auf den Startknopf von diesem Ding da. Dann holen wir uns ein Brückenteil. Oh oh. Hallo, Trojaner. Immer noch extrem viel Schaden. Ich eise dich herzlich willkommen. Ich bin gar nicht tot. Danke. Die können sich auch teleportieren, ne? Ja. Nein. Hallo. Was? Oh oh. Nimm die Mondsteine mit, wenn hier welche rumliegen.
Badass Psycho? Ja, ich hab ihn halt nicht gesehen. Der entwickelt sich nicht, ne? Wie viel Raketenwerfer-Munition hast du eigentlich? Jetzt habe ich noch 17 Schuss. Oh Mann, Alter. Ist das deren Ernst? Und fehlt da noch was und da noch was? Da muss man jetzt nicht künstlich in die Länge ziehen. Setz die Batterie in die Konsole. Ah, Leute, ist hier durchgekommen. Das ist geradewegs anti-cool. Hey, gib uns unsere Batterie zurück. Das ist der Tag, an dem die Musik starb! Oh. Nicht, wir hören das doch gerade! Upsi. Die sind schockgefroren! So, was kommt das als nächstes zu sagen? Das ist immer ein Wehrbeleben. Ich bin unter der Brücke. Jo, bin da. Wenn ich bemerken dürfte. Jawohl, ja. Schnapp dir das frei. Und weiter. Bravo. Du hast einen Schandfleck entfernt und mein Projekt sehr vorangebracht. Geht doch, oder? Komm. Ja, easy. Dann nehmen wir die Abkürzung hier durch, ne? Yep. Willst du das dritte Teil oder nicht? Check dein Echo. Wir treffen uns dort. Ah, Lilith, ich weiß noch, wie sie das erste Mal in Firestone aufgetaucht ist. Die Banditen haben nicht gecheckt, was da über sie kam. Hauptsächlich, weil sie meistens unsichtbar war. Mach schon, wir müssen diese Brücke reparieren. Ich habe das Gefühl, dass immer ich die ganze Arbeit mache. Mhm, klar. Ist jetzt wieder zurück, oder? Also boah, da fehlt noch ein Brückenteil, ne? Ja. Wir lassen uns danach aber auch mal einen Cut machen. Ja. Oh oh, der explodiert. Ein Schuss, willst du dich verarschen? Wie viele Sachen müssen wir jetzt wieder besorgen? Das ist ein echt übler. Ich spring! Nicht spring! Nicht spring! Warte. Okay, du kannst doch springen. Hier, das letzte Teil der Brücke ist ganz oben. Du kannst drauf springen. Denkst du, das ist Luft, was du gerade atmest? Guter Spruch aus einem sehr bekannten Film. Du musst auch da drin atmen. Die Umwelt ist Teil der Simulation. Blablabla. Aus welchem Film ist das denn? Ich hab keine Ahnung. Okay, lass uns mal aufdrehen. Du schuldest mir eine ganze Menge Munition. Ich würde mir selber auch eine ganze Menge Munition. Ich habe nämlich noch genau 9 Shotgun-Schüsse.
Und wie bin ich denn jetzt gestorben? Ich bin gar nicht tot. Keine Ahnung. Wir müssen doch hier hoch, oder? Das hier. Leuchtet denn da so unten am Boden? Lass uns zum Skelett gehen? Weiß nicht. Ach, vielleicht sind das so Sprungplatten. Grüne Dinger sind Sprungpads. Ja. Ja, eins ist sicher. Dieser Code ist das totale Chaos. Ach komm, dein Ernst. Ich kann dir nicht helfen. Leute, ich bin gestorben und hab direkt neue Stärke bekommen und bin trotzdem tot. Okay. Hier kommt die Eiskönigin. Die Stimmen dieser Projektionen klingen entschieden merkwürdig. Ja, ich glaube, da geht gerade ein Virus um. Diese Leute... Wow, das hat ja gedauert. Was? Wer kam der denn jetzt? Bist du denn schon so weit oben? Ich bin Aurelia. Ich weiß nicht, ich bin die ganzen Sachen da hoch. Geh mir mal nicht auf die Nerven. Danke. Dir ist schon bewusst, dass ich unter Zeitdruck stehe, ne? Dass du unter Zeitdruck stehst. Ja, ich hab hier keine Luft mehr gleich. Und eine weitere Herausforderung. Ja, was soll ich machen? Ich bin halt nicht oben. Kann ich ja nichts für, wenn du vorgerannt bist. Warte, hier gibt's doch diese Luftdinger, oder? Warte, hier. Da drin? Das ist so ein Luftding? Ja. Da. Die hellen Dinger, die da so ausströmen, sind keine Luftdinger, oder was? Hier ist eins. Schnell! Hin da! Boah, das war knapp, ey. Bist du doch schon. Oh. Krieg direkt alles ab, ey. Ja, und was kommt ja reingesprungen. Alle so. Nein! Oh, okay. Nehmen wir. Dieser Ort ist zu instabil, um auf dem gleichen Weg wieder rauszugehen. Ich habe dir einen Ausweg markiert. Okay, super, gut gemacht. Repariere jetzt die Brücke und hol mir meinen Haarquellcode. Und willst du durch? Hallo. Ah, andere Seite. Wow. Ah. Scannt das Ding uns mal irgendwas? Würde ich sagen. Bis zur nächsten Session. Du Arsch. Genau, dann würde ich sagen, bis zur nächsten Session, du Arsch. Danke. Ja, vielen Dank fürs Zuschauen. Wenn du mal aufpassen, tschüss. John könnte durchstehen oder dich abballern. Bis dann, tschüss.